So, ihr Lieben, da sind wir wieder bei Fluffy Schnuckelhäschen. Wollen wir uns mal anhören. Fluffy Schnuckelhäschen, nehme ich an. Ja, ja, das bin ich. Oh wei, oh wei. Die steht, glaube ich, ein wenig unter Drogen. Wie geht's dir heute, Fluffy? Ich bin knuffig und knuddelig und niedlich und kuschelig. Und mir kann's nicht besser gehen. Upsi! Ich hab da, glaube ich, gerade ein ganz klein bisschen geflunkert. Wisst ihr, seit dieser böse, böse Widerling Widerlust angefangen hat, Niedling mit seiner schlimmen Maschine böse zu machen, war ich immer ein ganz kleines bisschen schlecht drauf. Dieser böse Mann ruiniert alles. Schaut euch nur meine Wiese an. Schlimm, schlimm, schlimm. Das ist einfach nicht fair. Oh mein Gott, jetzt hör mir bloß einer zu. Ich bin ja ein ganz, ganz mieseliger Mieselpeter. Ich sollte euch willkommen heißen. Willkommen, willkommen! Oh wei. Also vielen Dings da. Vielen Dank. Nein, ich habe euch zu danken. Ich finde so gerne neue Freunde. Seht euch die Ohren an. Oh Mann, ist das ein wunderschöner Tag! Also diese Dialoge, die fangen doch an, so langsam nervig zu werden. Ich schätze, die Angriffe von Widerlust gehen dir ziemlich auf den Keks, was? Oh Himmel, ganz schlimm. Aber es wird noch viel, viel schlimmer. Sieh mal. Irgendwer hat mir diese Zuckerwatte gegeben, um mich aufzumuntern. Aber ich mag viel lieber Popcorn. Was hat ich bloß getan, dass ich das verdient habe? Zuckerwatte. Ich bin doch nur ein putziges, niedliches, kleines Häschen mit ganz glänzendem, weichen Fell. Warum ich? Warum ich? Genau. Also ich hätte doch mal zu gerne die Synchronisationsstimmen bzw. die Personen bei der Synchronisation im Studio gesehen. Das wär bestimmt ein herrlicher Anblick. Wenn man sich so ansieht, was Widerlust mit dieser Wiese angestellt hat, sollten wir uns wohl freuen, dass er nicht uns getroffen hat. Wisst ihr, ich glaube, das haben wir meinem Glücksbringer zu verdanken. Oh, ein Glücksbringer? Oh, nichts Besonderes. Nur eine kleine Hasenpfote, die ich in meiner Hosentasche habe. Flachs. Ach, lass nur. Ich weiß doch, dass er eigentlich versucht hat, was ganz Nettes zu sagen. Sowas wie, wie liebenswert doch Häschen sind und wie sie einem Glück bringen. Denn sonst hätte er doch lieber gar nichts gesagt. Genau. Sag mal, Fluffy, was genau machst du eigentlich hier so? Machen? Naja, mein Job ist doch, das niedlichste kleine Häschen in der ganzen weiten Welt zu sein. Na, das ist mein Job, meine großen Häschenohren sind doch so knuddelig. Mein kleiner Häschenpopo ist doch so knuddelig. Hey, sogar meine winzig kleinen Pupserchen sind knuddelig. Dreimal hoch! Ein Hoch auf mich! Und ich bin sicher, diese winzig kleinen Pupserchen duften sogar besser als Blümchen, was? Na und ob! Möchtest du mal an meinem süßen, flauschigen Pupöchen schnuppern? Bah. Tja, rate mal, was schätzt du denn? Nein! Kennst du König Nick? Oh ja! Ich hab den alten Nicky ja so lieb! Er ist so gut und weise und lustig und gut aussehend! Naja. Gut aussehend? Ja! Aber natürlich! Jeder sieht doch auf seine ganz eigene Weise gut aus! Sogar ja! Das ist ja nett! Nett ist meine Spezialität.
komm, jetzt halt die Klappe. Sag mal, Fluffy, was ist denn so schlimm an Zuckerwatte? Naja, nichts eigentlich, glaube ich. Oh. Außer, dass ich Zuckerwatte hasse! Oh, mein armes kleines Bäuchlein! Schmerz! Pein! Aua! Gut, danke. Tja, Fluffy, wir sind dann mal wieder weg. Oh, buhuhuhu. Es ist immer so traurig, wenn Freunde weggehen. Ja, ja, komm. Aber, ja. Was soll's? Oh, ich würde der Welt jetzt so... Oh, ich hab das mal ein bisschen abgekürzt, Freunde. Also das ist der Anfang dieses Spiels, weil wir halt mit allen reden müssen. Das ist ein bisschen langwierig. Oh, ja, das ist nicht herrlich. Ja, mit der Vogelscheuche müssen wir auch reden. Hallo? Mal, was zum Kuckuck machst du da? Och, ich dachte nur, vielleicht, weißt du... Du dachtest, dieses zusammengeflickte Bündel Stroh wäre lebendig, stimmt's? Nein. Naja, okay, vielleicht habe ich das gedacht. Ist ja nicht so, dass ich hier nicht schon komischere Sachen erlebt hätte. Ja. Oh, Mal. Sogar in meiner Welt ist eine Vogelscheuche nur eine... Hallo? Vogelscheuche? Was sagtest du gerade? Hallo? Hat mich einer von euch Fleischklöpsen als zusammengeflicktes Bündel Stroh bezeichnet? Oder war das alles nur ein hässlicher Traum? Ich weiß es nicht. Träume sind ja das absolut merkwürdigste auf der Welt, nicht? Ich hatte da vor kurzem einen absolut göttlichen. Ich schwebte hoch über der Welt. Der Wind trug und streichelte mich sanft, während ich elegant Kurven und Pirouetten durch die Lüfte zog. Und während des ganzen Traums trug ich diesen mintgrünen Chiffonschal, der einfach umwerfend aussah. Ach, es kann einen wirklich ziemlich fertig machen, aus so einem Traum aufzuwachen, stimmt's? Ja. Oh, kommt mir auch so ein wenig homosexuell rüber. Und, Mr. Vogelscheuche, was machen Sie hier so? Einfach nur rumhängen? Wohl kaum. Wenn ihr es unbedingt wissen müsst, ich kümmere mich um meine Babys hier. Deine Babys? Die Krähen natürlich, Süßer. Die Krähen. Vielleicht solltest du nochmal einen Blick in deine Stellenbeschreibung werfen. Soweit ich unterrichtet bin, sollen Vogelscheuchen eigentlich Vögel verscheuchen. Nur zu deiner Information, ich bin keine Vogelscheuche. Ich bin eine Fütterscheuche. Wer glaubst du kümmert sich um die ganzen kleinen Vögelchen? Florence Nightingale oder der Klapperstorch? Klingt irgendwie logisch. Und glaubt mir, Vögel zu erschrecken ist ja schön und gut. Schaut euch die Handbewegung an. Aber um sie zu hegen und zu pflegen, braucht es schon ein ganz anderes Kaliber. Alleine der Verschleiß beim Körnerstreuen. Schaut euch nur diese Hände an. Sind das vielleicht die Hände von jemandem, der nur auf dem Feld herumlungert? Wie schon die Dame im roten Fenster sagte, glaube ich nicht, Matrose. Tja, ich schätze, das ist die Strafe dafür, dass ich keine Gummihandschuhe trage. Aber habt ihr euch mal die Farben angeguckt, in denen die Dinger hergestellt? Boah. Also ich muss schon sagen, du bist die bestgekleidete Vogelscheuche. Ich meine natürlich Fütterscheuche, die ich je getroffen habe. Ach, du bist aber ein alter Charmeur, du. Ah. Der Mantel gefällt mir. Er ist très excellence. Gut. Dieser alte Lappen? Ich hasse ihn. Ich nenne ihn immer Mantel des Schweigens. Aber ich habe ja in dieser Angelegenheit nicht viel Auswahl. Ach, ich würde alles geben für ein schönes, neues Outfit. Weil... Ja, er würde alles geben für ein schönes, neues Outfit. Es muss doch ziemlich einsam sein für einen, geselligen Kerl wie dich. So auf dem leeren Kornfeld rumzuhängen und so. Also letzten Endes müssen wir uns nur merken, dass er halt ein neues Cape möchte oder halt ein neues Outfit, da genau. Honey, für eine neue Kluft gebe ich euch meinen Mantel und singe den zweiten Akt aus der Westside Story.
Genau, das ist im Prinzip das Wesentliche, um was es hier geht. Wir können uns jetzt hier noch mit dem über Nick unterhalten. Ja, und das war's so. Wir haben hier einen Maiskolben, den wir... Es kann ja niemandem schaden, wenn ich mir einen Kolben nehme. Einen Kolben? Genau. Denn was passiert, wenn man einen Maiskolben erhitzt? Klar, es kommt Popcorn dabei raus. Und wir erinnern uns, was Fluffy Schnuckelhäschen davon haben will. Gut, ihr Lieben, die 10 Minuten sind hier rum. Wir gehen jetzt gleich im nächsten Teil in die Scheune. Also seid gespannt, wie es dort aussieht. Bis dahin, NRW über 18. Adieu.